Jawohl, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit eurem Looks Like Link. Super Mario Maker 2, das Bauen geht endlich weiter. Schön, dass ihr einschaltet zu diesem brandneuen Spiel. Heute ist der Erscheinungstag und es wurde ja wirklich sehr lange erwartet und es war von Nintendo einfach die ideale Idee, von Super Mario Maker einen Nachfolger zu machen. Ja, ich bin auch sehr gespannt, hab richtig Bock, kreativ tätig zu werden. Aber ich lass mal kurz, ich glaube, ich beginne einfach mal und mal schauen, wie das Spiel mich so am Anfang erstmal in die Hand nehmen möchte oder was das Spiel von mir möchte, was man am ehesten sich mal durchschauen mag, ja. So. Okay, oh, man kann einfach nur wegen Bauen spielen. Das wirkt sehr vertraut, ne? Oh, dieses schöne Himmel-Theme gleich, das Spiel hat ja so viele Neuerungen im Vergleich zum ersten Teil, so richtig, richtig gute Sachen. Und ich glaube, ich würde an sich erstmal ein bisschen spielen wollen. Ja, weil Bauen, da habe ich Angst, da verliere ich mich wieder, aber natürlich würde ich auch gerne noch mal eine eigene Welt bauen. Mal vielleicht erstmal gucken, was hat man denn für Spielmodi? Ah, ja, 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 natürlich kann man richtig schön Level aus aller Welt, ne? Weiß gar nicht, ob es schon genug Welten gäbe. Na, auf jeden Fall bin ich aber auch sehr interessiert, wie auch beim ersten Teil, den ich auch Let's Played habe, im Nachhinein eure Welten ein bisschen auszuprobieren. Sehr, sehr gerne, ne? Also seid ruhig kreativ, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir dann eure Welten später zuschicken. Ich sage später, weil an sich möchte ich mich bei diesem Let's Play hauptsächlich erstmal auf den Abenteuermodus konzentrieren. Den gab es im ersten Teil nicht, da war wirklich der Hauptfokus eher von wegen, ja, Baulevel und teil die und Spiellevel anderer Leute. Hier ist so ein kleiner Abenteuermodus, ja, der ist dann auch sehr, sehr interessant und auch ein bisschen hervorgehoben. Ich weiß nicht, ob ich anfangen soll, ein bisschen was mit Bauen, aber ich glaube, im Abenteuermodus sieht man sowieso schon die ganzen Neuerungen. Denn man muss ja sagen, der Abenteuermodus dient ja eher dazu, dass man so ein bisschen bemerkt, was ist eigentlich alles möglich in dem Spiel? Was kann man kreativ bauen? Was kann man gestalten? Welche Rätsel kann man funktionalmäßig herbringen und so. Richtig, richtig cool. Und da gibt es da wohl irgendwie 100 Level von Nintendo gemacht. Und damit würde ich einfach mal beginnen. Oh Mann, ey. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist das Schloss fertig. Bauleiterin Toadette. Ja, jetzt sehen wir natürlich wieder die besten Stories, die Mario-Spiele halt so zu bieten haben, ne? Ihr wisst ja Bescheid, Mario legt ja immer sehr großen Wert auf die Story. Nein, bei Mario war und wird es auch immer sein, da ist der Weg das Ziel, ne? Das Spiel an sich soll Spaß machen. Cool, Toadette. Richtig schön. Ja, alles nur dank deiner klugen Planung, Bauleiterin Toadette. Hehehehe. Alter, wir sind auf ein Date einschleimen oder was? Prinzessin Peach wird begeistert sein. Ja, vor allem, braucht die, wie viele Schlösser braucht die denn? Huch, welcher Halodri hat denn die Reset-Rakete hier rumliegen lassen? Das ist richtig doof irgendwie. Das ist ja, als ob hier so ein Tool des Bauens hier einfach so rumliegt. Wisst ihr, wenn du deine gebaute Welt resetten willst, dann benutzt man das eigentlich. Warum liegt das hier rum? Was zur Hölle? Oh, ich weiß nicht. Diesmal ganz bestimmt nicht. Oh. Ich fass es einfach nicht. Nein! No! Mamma mia! Beste Story, oder? Ganz toll. Oh Mann, ey, deshalb mag ich Katzen lieber. Okay, wir können uns ein bisschen bewegen. Oh Mann, ey, was denn? Wieso? Na egal, wir brauchen ja einen Grund, um schön zu zocken, ne? Toadette, was war das denn? Warte, dein Hund, wer hat den denn frei rumlaufen lassen? Oh, es ist einfach unglaublich, das schöne Schloss für Prinzessin Peach. Wir müssen alles nochmal bauen. Leider haben wir unsere kompletten Münzen aufgebracht. Verzwickte Sache. Tja, ich regel das. Überlass das mir. Ich habe ja hier mein YouTube-Money, ne? Ich regel das. Kein Problem. Oh, du willst neue Münzen für uns sammeln? Das wäre natürlich eine Maßnahme. Mit deiner Hilfe werden wir das Schloss größer und schöner aufbauen als zuvor. Frag doch mal Vorarbeiter Toad. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge zuschustern, bei denen du Cash machen kannst. Vorarbeiter Toad, der freut sich schon so richtig. Ja, Geld. Da bin ich der Richtige. Was mit euch? Ihr habt richtig gelitten, oder was?
Oh Mann, das Schloss, oh Mann. Oh, so ein Scheiß. Und dafür die ganze Arbeit, ja? Ja, da kommen sie ins Grübeln. Der Hund. Ich glaube das alles einfach nicht. Oh, guck mal, er ist richtig sauer. Er ist richtig böse. Richtig eingeschnappt. Er verzäulende Tür, richtig ungeduldig. So, was? So, ja, du bist ja richtig Bad Doggy, ne? Luigi würde richtig sagen, Bad Doggy. So. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Ah, Mann, ey. So, okay, ich gehe natürlich erstmal nach links, ist ja klar. Erstmal ein bisschen rumgucken. Was zum... So, hier, mach mal... Ey, ich wollte die ersten Münzen mir holen. Verdammt, geht nicht. Was ist das denn? Okay, hier ist anscheinend noch irgendwie, ne? Hier wird es vielleicht noch später interessant. Gucken wir mal. Huh, je. Okay, hier kann ich noch nicht so viel machen. Von wegen so die typischen Mario-Bewegungen oder so gehen ja nicht so ganz. Aber soll es ja vielleicht auch nicht. So, ich gehe mir nochmal ganz schnell hier lang gucken. Hier war da irgendwo so ein Pendertoad. Der hat da irgendwo hier geschlafen. Da ist er. Wie zur Hölle bist du hingekommen? Okay, der hat einfach keine Bock, der hat keine Lust mehr. Hier ist irgendwie... Okay, ja, okay, gut. Gehen wir mal zum Vorarbeiter und uns mal melden. Was ist Mario eigentlich? Mario ist einfach nur Geselle oder was? Hallo? Mario, ich habe auf einem Ohr schon mitgehört, dass du mit der Bauleiterin gesprochen hast. Du hast Ohren? Die habe ich noch nie gesehen. Während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt. Die damit verdienten Münzen haben den Bau vom Sitzen Peach Schloss finanziert. Aber wenn du dich ab jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Münzen sicher 100-mal schneller zusammen. Okay, sieh dir mal diesen Auftrag von Goomba-Fan an. Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Naja, ich stelle da nicht so viele Fragen, solange sie die vereinbarten Münzen auch wirklich rüberrücken. So, es geht abwärts. So, 100 Münzen ist das wert. Schwierigkeit 1, alles klar. Machen wir den mal. Ich habe ein Level voller Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp, wenn es bergab geht, beweg einfach den Stick nach unten. Dann haben die Goombas nicht mehr viel zu lachen. Let's go? Warum nicht? Ja, viel Erfolg! Mache ich einfach wieder Antigravitation. Springt einfach in die Luft und bleibt da kleben. Sehr schön. So, es geht abwärts. Leute, let's go. Die erste Welt ist natürlich in dem Stil von New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Ja, das mehr braucht man nicht zu sagen. Okay, na denn. Whee! Flup, flup, flup. Und auch richtig toll diese Schrägen, ne? Die waren ja der Oberhype. Damit hat ja Nintendo den zweiten Teil damals richtig angekündigt, von wegen als das Highlight, dass du halt jetzt wirklich so eine Schrägen hast zum Runterrutschen. Und das ist auch so cool. Da wird es so viele coole Ideen einfach geben, was man machen kann. Ich freue mich schon. So, das war voll ausgelacht. Dam, badam, bam, du, du, du. Du, 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 du. So, komm her, du Pflanze, Mann. Ey, das ist doch gar kein Goomba da. Sind das nicht Gumbos oder wie die heißen? Wo, abgebasht. So, 100 Münzen gibt's als Belohnung, aber ich denke mal, dass man, ne, die Münzen nebenbei einfach noch ohne ein bisschen Geld bringt, ne? Ach, verdammt. Hätte ich einen Ass-Drop machen müssen. Na, jetzt verkackt, egal. Wow! Checkpoint! Okay, der Checkpoint hat mich erstmal verwundbar gemacht. Cool. Ich bin im Leben hier. Yeah! Na, komm her. So. Aber wartet mal, das ist irgendwie noch eine Röhre. Da muss ich nochmal kurz hingucken. Es war das erste Level, aber lass mich mal gucken. Da habe ich irgendwas verpasst. Vielleicht geht's hier einfach rein. Jawohl, richtig krass. So. Okay, nur ein bisschen Münzen. Yeah! Ja, schön, ich bin echt gespannt. Das ist ja noch richtig so ein sehr, sehr schönes Basic-Level. Ne, nicht viel zu tun. Bams, nicht viel zu erledigen. Aber es wird dann später richtig noch richtig kreativ. Ey. Und da kann man sich wirklich nicht vorstellen, was so möglich ist, wenn man so einen schönen Editor hat. So richtig schön hier alles, wow, alles schafft. Und, nanu, okay, eine blaue Röhre. Wartet mal, ich muss mal gucken. Ah, oh Gott. Ich geh einfach mal hier rein. Was, geht nicht? Warum denn nicht? Doch. Ah, sehr schön, auch mit farblichen Röhren, das ist auch so cool gemacht. Da gab es ja auch alles nicht. Ja, jetzt kommt man richtig schön. Ha, ich bin ja auch so ein Freund, der bei sowas immer sehr auf Dekoration achtet. Na, ich dekoriere dann immer sehr gerne. Und warum sind jetzt hier wieder, die sind alle wieder da? Voll alle respawned. So, ich will aber mal hier hoch nochmal. Oh Gott, geht das überhaupt? Ich meine, die sind ja so eine... Konnte man da? Nee. Da ist einfach nur Stacheln. Und das will ich nicht. Was ist das überhaupt für ein Auftrag, sag ich mal? Da gibt, also, es gibt einer uns Geld dafür, dass wir sein Level spielen. Ja, das würde ich irgendwie gerne, ne? Auch irgendwie in echt machen, aber... Egal, was soll's, yeah! Erstes Level, erster Auftrag, erledigt. So, dann zeig mal her, Mr. Goomba-Fan. Ich glaub, dir das wirklich 100 Münzen wert war. So, ja, boah, bist du cool. Alter, plus 61.
Also haben wir 161. Yeah! Kann man damit schon irgendwas machen? Mal gucken. Bringe deine gesammelten Münzen am besten sofort zur Bauleiterin. Weil die kann damit mehr anfangen. Okay, legen wir das Fundament mal. Wie teuer ist denn das? Da bist du ja wieder, Mario. Lass mich mal raten. Du hast bestimmt schon einen Batzen Cash verdient. Ja. 161 sind viel Geld, ja. Weiter so, Mario. Gut, dann wollen wir diese Münzen mal einsetzen, um das Schloss wieder aufzubauen. So, du wählst jetzt das Fundament aus und die Jungs machen sich an die Arbeit. Okay, vor allem auswählen. Es gibt nur ein Fundament. So, kann der Bau beginnen? Let's go! Alles klar, an die Arbeit, Leute! Okay, dafür brauche ich jetzt, was, zwei Hämmer? Die Arbeiten am Fundament sind damit im Gange. Geh nur und kümmere dich um neue Aufträge. Wir liegen hier in der Zwischenzeit nicht feuer auf der Haut rum. Nee, je mehr Kohle du anschleppst, desto schneller geht's hier voran. Alter, Tod hat richtig im Business, ey. Guck mal hier, da bauen sie alle. Ist doch der Typ, der pennt jetzt wenigstens am Arbeiten? Wo ist denn der? Sag mal, der soll auch mal mitmachen. Nein, bitte nicht. So, drei neue Aufträge gibt es. Los, Tod. Gleich machen. Ich habe ein paar neue Aufträge für dich, Mario, aber vorher ein kleiner Profi-Tipp vom Vorarbeiter. Und alle so, yeah. Was? Du kannst Aufträge auch mehrmals erfüllen. Den Lohn erhältst du zwar nur einmal, aber im Level gibt es ja jedes Mal wieder Münzen zu finden. Das war schon alles, was ich sagen wollte. Sieh dir mal deine neuen Aufträge an. So, wir haben Ein- und Ausschalter-Feldforschung. Willkommen in 3D World, die unbarmherzige Wüstensonne. Ach, schön. Alles neue Features. Ups, verdammt. Ich wollte nochmal schnell lesen. Nein! Verdammt. Guck ich mir leider nochmal an. Von Dr. Wunderlich. Okay. Tolles Pseudonym wieder. So. Oh mein Gott, der 8-Bit-Style. So, hier ganz klar die neue Schalterfunktion. Die ja irgendwie... Die gab's, glaube ich. Wo gab's die denn? Ich glaube zum ersten Mal in Super Mario Bros. Deluxe, glaube ich. Perfekt. Wo ist die doch? Zack. Da müsste es die zum ersten Mal gegeben haben, wo man dann irgendwie so eine komischen Spiele gegen Boo machen konnte. Oh Gott, das ist lange her. Oh, voll gekillt. Oh Mann, ey, das ist ja das neue Wolken-Theme. Da werden so schöne Sachen gebaut. So, okay, wartet mal. Flupp. Und zack, einfach instant kill. Sehr schön. Checkpoint. Och, ey, da fällt mir ein. Ich glaube, man hat hier hoffentlich alles schon von Anfang an zur Verfügung. Was soll das denn jetzt? Achso, wartet. Ja, weil früher war es ja so, da musste man alles nach und nach, Tag für Tag, sich erstmal freischalten. Warte mal, kommt da eigentlich noch mehr raus? Ich meine, da müsste ich eigentlich mehr raus. Ja, geil. Erstmal Leben boosten. Yeah. Nein, machen wir jetzt nicht. Ah, okay, warte, verstehe. So, ja, und nochmal. Oh Gott, nein. Ah, verdammt. Achso, ist ja egal. Yeah. Ich kann ihn einfach töten. Ich wollte jetzt da oben einsperren. Okay, da muss ich lang. Aber braucht bestimmt erstmal was, um da wirklich gegenzukommen. Ja, okay. Oh Gott. Oh, wie cool. Ja, wisst ihr, so eine Sache, ey, das ist richtig schön, dass das hier alles so cool erklärt wird. Das wird der Hammer, Leute. So, bin sehr gespannt, was sich die Allgemeinheit für Welten ausdenken wird. Mit welchen Rätseln und so, das war ja damals schon so richtig kranke und krasse Rätsel. So, Boings. Ja, Boings. Cool, Boings. Kann die Welt mitbenutzen? So, okay. Koopa, aktiviere den Schalter für mich. So. So. Hat auch schon wieder an die 50 Münzen gesammelt. Oh shit. Verdammt. So. Yeah! Und plus 10 Münzen. Funktioniert doch super. Geil. Ich glaube, den Abenteuermodus, den kriegt man schnell durchgespielt. Man hat ja auch viel Erfahrung. Ne? Und die Welten sind ja auch von Nintendo. Da sind die immer eigentlich relativ fair und normal. So, wieder so. 160 Münzen. Sehr geil. So, Fundament braucht... Ah, ach so. Oh, das Schloss ist zu 1% fertig. Okay, vielleicht dauert der Abenteuermodus doch ein bisschen länger. Man weiß es nicht. Aufträge zu vergeben. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich will ganz kurz nochmal ganz kurz gucken, was da steht. Der Ein-Ausschalter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Drahtlose Datenübertragung? Schwarze Magie? Erreiche das Ziel und ich werde dich reich belohnen. Okay, keine Lust. So, wollte ich nochmal lesen. Willkommen in 3D Wooden. Ich habe in einem Garten ganz viele süße Bäume gepflanzt. Möchte nicht irgendjemand mit Hilfe von einer C-Stick nach oben auf meine Bäume klettern und das Ziel erreichen? Auf die Piranha-Pflanzen kann man ruhig drauftreten. Das ist nur Unkraut. Jüngelchen. Okay, Gärtnerin, legen wir mal los. Viel Erfolg! Yee!
während die Toads sich da abrackern. Yeah, geil. Auch richtig schön, wie Mario sich auch immer ändert von der Erscheinung da, wenn die Leben sind. Und ich sehe gerade, es bringt gar nichts, Leben zu sammeln. Ich habe immer nur wieder 5. Boah! Hier, Leute, das neue Theme! Du. Mann, wie geil! So, die sind zu hart, genau. Boah, der Hintergrund, richtig 3D-World. Schön. Es ist einfach wunderbar. Vor allem die Mucke geht so ab. Au, je! Du. Ich weiß gar nicht, was der Mario hier kann. Das Theme ist ja für mich auch noch neu. In dieser Konstellation. Oh Gott. Du. Yeah, Katzen-Mario, der ist nicht neu. Kann schon der Wände lang krabbeln und kann dir das kaputt bashen. Einfach wunderbar. Du. So, okay, die Münzen sind wieder eine Spur oder so. Oh Gott, warte mal, wie mach ich nochmal? Ich mache nochmal den Angriff. Hups. Dass ich nochmal irgendwie so, hups. Dass ich hier so einen Speed-Move mache. Warte mal, wie geht denn das? Ah, okay, mit den Schultertasten. Okay, wartet. Dann kann ich nämlich richtig schön an die Wand. Oh, fast. Nochmal. Jawoll. Okay. Hat er richtig Cash. So. Boom. Okay, dann gleich nochmal. Yeah. Boah. Oh, ob es da oben lang geht? Geheimnismäßig? Ah, ich glaube nicht. Schon wieder fast 50 Münzen voll. Ich glaube, das Schloss wird wunderbar schnell aufgebaut. Die Glocke nehme ich mit. Mann, ey, warum ist die Mucke so cool? Aber man kann auch so die Wände hochklettern. Sehr schön. Okay, wartet mal. So kurz schnell kaputt bashen. Geht das? Oh Gott, ich habe Angst, wenn ich jetzt eine Arschbombe mache. Wartet mal. Oh Gott. Kann ich irgendwie... Okay, ich kann aus der Ass-Bombe noch ganz schön wieder die Wand grabben. Okay. Zack, danke, Mann. So, kann ich eigentlich unendlich lange an der Wand hängen? Ich guck mal kurz, weil mir war eigentlich so, dass man irgendwann wieder abrutscht. Aber nö. Das geht unendlich lange, ist ja krass. Geil. Bams. Ach, Mann, ey, so eine Spiele, ey. Ich liebe sie einfach. Auch wieder neue Blöcke. Einfach so zum Expandieren. Yeah. Her mit dieser Glocke. Ich bin ganz von der Socke. Warum? Weggeschoben. Ist das Spiel so cool? Ihr merkt schon, ich habe jetzt schon wieder richtig meinen Spaß dran. Natürlich will ich das Geld trotzdem haben. Wartet mal. Geht das alles wieder auf einmal zurück, oder? Ah ja, okay, perfekt. Also nicht perfekt, aber ihr wisst Bescheid. Boah, okay. So, auf einmal alles ausfahren mit einer Stampfattacke. So, nochmal die Katze. Bams! Yeah! So geil! So, Leute! Da würde ich aber auch sagen... Yeah! Der Einstieg ist doch super gelungen. Ah, das macht jetzt schon super viel Spaß. Bin so gespannt, was für Welten da kommen werden. Aber erstmal gucken jetzt, ne? Fundament erstmal ausbauen. Alter, 200 Münzen! 210 Münzen sogar. So. Vorbereitung, wie sieht's aus? Gucken Sie mal hier. Das Fundament steht. Sehr geil. Und oh, Fundament ready. Sehr cool. Ja, cool, wir freuen uns. Oh, zu 3% sogar schon. Fertig. Leute, wir sind auch erstmal fertig mit dem ersten Part. Ich hoffe, ihr freut euch über dieses Projekt. Ne, wie gesagt, baut fleißig Level. Stellt euch aber darauf ein, dass ich erstmal mir den Abenteuermodus anschauen möchte. Und dann halt ein bisschen selber vielleicht noch ein bisschen baue, so zur Veranschaulichung. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass selber bauen ein bisschen langweilig ist, ne. Deswegen gucken wir mal Abenteuermodus und dann noch im Nachhinein ein bisschen eure Level. Das wird hoffentlich kreativ. Bis zum nächsten Part. Ciao.